Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, kommt hier entlang. Wir müssen weiterlaufen, bis wir den Ausgang erreichen. Kommt, schneller, macht schon. Ah, ich kann nicht schneller. Hör auf, mich herumzukommandieren. Wie auch immer, Reptane. Was? Ist das hier die Zukunft? So ist es. Du schaltest schnell. Ja, tatsächlich. Werden wir in unsere Welt zurückgehen können? Ja, wer weiß. Ja, wir müssen fürs Erste einfach weg von hier. Wenn sie uns fangen, wird es eure geringste Sorge sein, wie wir zurückkommen. Lauft schneller. Ich kann nicht. Ich bin fix und fertig. Wir sind fast da. Seht, der Ausgang ist gleich da. Geschafft. Wir sind draußen. Ja, Mann. Eieiei, sieht das krass aus hier. Was ist das? Oh mein Gott. Alter. Zeit ist komplett stehen geblieben, wie es aussieht. Heilige Scheiße. Ist das unsere Welt in der Zukunft? Die Felsen schweben. Das ist wirklich ein merkwürdiger Ort. Es ist schrecklich dunkel. Es weht nicht einmal der Wind. Es ist, als ob alle Bewegungen. Es ist, als sei es. Als sei alles erstarrt. Genau. Was? Ja, ich hörte zu Pyrrhus. Wir müssen schnell weiterlaufen. Ei, ei, ei. Hör mal, Reptane, ich bin geschafft. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wenn sie uns kriegen, sind wir dran. Halte durch und lauf. Das ist leichter gesagt als getan. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. Ja, in Ordnung. Hei, hei, hei. Hier ist eine natürliche Aushöhlung. Das sollte uns von ihren Blicken schützen. Wenn wir uns kurz ausgeruht haben, sollten wir uns wieder auf die Beine machen. Moment mal. Im Gefangenenraum haben wir mit dir zusammengearbeitet, weil wir keine Wahl hatten. Aber wir haben nie gesagt, dass wir danach mit dir kommen würden. Einem bösen Pokémon wie dir werde ich auf keinen Fall über den Weg trauen. Dragon. Ich bin also der Bösewicht. Ja, dieser Zwölffinst ist der Gute. Wie erklärt euch dann das Verhalten von Zwölffinst? Sie wollten nicht nur mich. Sie wollten euch auch loswerden. Aber das heißt nicht, dass wir dir vertrauen sollten, Reptane. Ist anscheinend nicht leicht, euer Vertrauen zu gewinnen. Ich dachte, das helfen würde, Verbündete zu haben, aber ohne Vertrauen ist es sinnlos, gemeinsam weiterzumachen. Gehen wir getrennte Wege. Ich mache, dass ich weiterkomme. Ihr solltet euch auch wieder auf den Weg machen. Viel Glück. Warte mal. Du sagst, wir sollen bald weitergehen, aber es ist jetzt dunkel draußen. Man kann kaum sehen, wo man hingeht. Wieso sollten wir nicht warten, bis es morgen wird, anstatt sofort aufzubrechen? Können wir nicht warten, bis es hell wird? Naja, es ist nicht möglich. Ich sage es nicht gern, aber es wird niemals morgen. Was? Diese Welt, eure Zukunft, sie ist eine Welt von immerwährender Dunkelheit. Die Sonne geht nie auf, also kommt kein Morgen. Die Dunkelheit dauert in alle Ewigkeit fort. Warum? Weil der Planet gelähmt wurde. Der Planet ist gelähmt? Die Lähmung des Planeten. Ja, die Lähmung des Planeten. Ach ja, ich erinnere mich. Zwölffinst hat uns die Lähmung des Planeten beschrieben. Keinen geringeren Plan als die Lähmung des Planeten. Die Lähmung des Planeten? Ja, wenn ein Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn ein Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer das Gebiet, in dem die Zeit verlangsamt wird. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Wenn der Planet gelähmt ist, was geschieht da mit der Welt? In einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist. Nun, es weht kein Wind und es wird nie wieder Tag.
Es wird weder Frühling noch Sommer. Es ist eine Welt von niemals endender Dunkelheit. Man könnte es ohne zu übertreiben als den Untergang der Welt bezeichnen. Die Lähmung des Planeten. Ja, dieser Ort passt auf die Beschreibung von Zwölfenst. Aber trotzdem. Es ist schwer zu begreifen, wie der Planet in der Zukunft gelähmt werden konnte. Er steht da frei, mir zu glauben oder eben nicht. So oder so rate ich euch, hier so bald wie möglich zu verschwinden. Ich gehe. Lasst euch nicht von den Zoviris fangen. Okay. Doki. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. War es nicht so, dass die Lähmung des Planeten durch die fehlenden Zahnräder der Zeit ausgelöst werden sollte? Darum wollten wir Reptane davon abhalten, sie zu stehlen. Wir haben doch alles getan, was zu tun war, oder? Selfie und die anderen sagten, sie würden die Zahnräder der Zeit wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Das hätte die Lähmung des Planeten verhindern müssen. Aber es war anscheinend alles umsonst. Der Planet ist in unserer Zukunft noch immer gelähmt. Aber warum? Ich weiß nicht mehr, wem oder was ich glauben soll. Ja, die Zoviris. Wir können hier nicht bleiben, Doki. Machen wir uns schnell fertig und verschwinden. Ja, müssen wir wohl. Lager prüfen. Lagern. Stimmt. In der Zukunft ist unser liebes Knack-Leon ja nicht mehr dabei. Was ein wenig scheiße ist, muss ich sagen. Ich find's echt doof. Weil so, ja, eigentlich sollte Knack-Leon immer dabei sein, weil er war ja noch in unserem Team eingeschrieben, so gesehen. Ich find's halt doof. Aber was soll man machen? Können wir nicht ändern. Taucher, cool. Ja, dadurch wird er jetzt ziemlich viele Erfahrungspunkte zum Beispiel verpassen. Und das ist ein bisschen doof. Ein bisschen sehr doof. Und ja, wir sind jetzt in der Zukunft, Leute. Genau, wir sind jetzt in der Zukunft. Und es ist so, hier... Och, dein Ernst. Was wir hier machen, hat halt eigentlich keine Auswirkungen auf die Vergangenheit. Macht ja auch Sinn, ne? Ist ja die Zukunft, nicht die Vergangenheit. Das ist gar keine Wand? Oh, ich dachte, das ist eine Wand. Und wir können hier aber keine Pokémon ins Team aufnehmen, weil sie ja in der Zukunft sind. Macht ja Sinn. Und sonst ist eigentlich alles gleich. Wir müssen halt Dungeons durchforsten, ganz normal. Und ja, die Dungeons sind auch genauso gleich aufgebaut. EP-Band! Warte, ein EP-Band! Das gibt doch mehr Erfahrungspunkte, oder? Verwandelt Schaden in Erfahrungspunkte. Also sagen, nimmt das Pokémon Schaden, erhält es dafür Erfahrungspunkte. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, das gebe ich später Knack-Leon. Bis er halt wieder auf unserem Level ist. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das könnte ihm dann helfen, die fehlenden Erfahrungspunkte aufzuarbeiten. Hallo. Drifloon. Aua! Aua? Wir sind Level 30 gekommen. Schön. Und wir haben immer noch keine 100 KP, ey. Das ist unglaublich. Ich find's krass. So. Echt so? Irgendwie? Ja. Nein. Dafür, dass Dragon schon seit, ich glaube, 5 Leveln oder so? Nee. Doch, vielleicht. 4, 5 Leveln, 100 KP hat. Onix. Hi. Machen wir mal Rasierblatt. Zurück. Wow, schönes Damage. Und schöne Erfahrungspunkte. Hoi. Das waren schöne Erfahrungspunkte. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Was ist das? Scope-Linse? Was ist Scope-Linse? Erhöht die Volltrefferrate. Okay. Das ist interessant. Aber eher auch nicht unbedingt was für uns, was wir unbedingt benötigen. Ein Onix. Ich will eigentlich nur das Item, danke. Noch ein Onix, wow, dein Ernst? Ach komm. Wow, okay, wir müssen an dem Onix vorbei. Hallo, Onix. Schreck zurück, das ist schön. Und die Treppe. U8, ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen das hier hat. Ich hab echt keine Ahnung. Okay, wir sind fertig. Sieh mal, Doki, könnte das da drüben der Ausgang sein? Lass uns dorthin gehen. Ja, wie es aussieht schon. Erstmal gleich einen Schluck Kaffee nehmen. Wir haben unseren Vorsprung zu den Zoviris ein bisschen vergrößert. Ruhen wir uns jetzt etwas aus.
Oh, das Wasser, das Wasser. Eieiei. Was, dieser Wasserfall? Das Wasser fließt nicht. Das Wasser ist mitten in der Bewegung erstarrt. Hat Reptane doch recht? Ist die Zeit in der Zukunft wirklich stehen geblieben? Wieso hat Zwölfens uns an diesen Ort gebracht? Der große Zwölfens, der so freundlich zu uns war. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn wir nur irgendwie die Wahrheit herausfinden könnten. Oh, ich weiß wie. Es gibt einen Weg, die Wahrheit herauszufinden, Doki. Und wie? Dein dimensionaler Schrei. Setz deinen dimensionalen Schrei ein, Doki. Berühre dieses Wasser, was der Start ist. Wer weiß, vielleicht siehst du ja was. Ah, ich verstehe. Stimmt, ein Versuch ist es wert. Wenn ich das starte Wasser berühre, dann erfahren wir vielleicht etwas darüber, was hier geschieht. Wir dürfen nicht trödeln, diese Zubiris holen uns sonst ein. Mach schnell. Doki berührt den erstarrten Wasserstrahl. Und Doki? Kannst du etwas sehen? Nein. Ich sehe nichts. Verdammt. Nichts? Oh, schade. Ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir auch nur annähernd verstehen würden, was hier los ist. Wir haben gar nichts erfahren. Wir haben hier viel Zeit verschwendet. Wenn wir uns nicht beeilen, holen die Zubiris uns ein. Machen wir uns auf die Beine. Ja. Tempo-Orb-Lagern, Taucher-Lagern. Taucher ist eine ganz coole Fähigkeit eigentlich. Fähigkeit? Attacke? Nein, nicht Kraftband. EP-Band. Muss ich sagen, ist eigentlich, ja, eigentlich ist ganz cool. Ich bin soweit. Okay, gehen wir. Ja, Mann. Also ich denke, die, ja doch, den Dungeon backen wir noch easy. In dem Part, dein Ernst. Pokémon-Falle. Ach gut, keine Pokémon-Maschinen. Nein, oh mein Gott, ich will ein Nebulak im Team haben, Alter. Ach, leider können wir keine Pokémon. Gift, dein Ernst. Wow, und wieso renne ich jetzt? Ich wollte eigentlich so schräg nach oben rennen. Aber okay. So, Mann! So, ich will einen Schlafsamen, okay. Kann ich bitte wieder... Ach, danke. Ah, schön. Zwei Fallen in meinem Raum. Ah, ein Traumfugier. Ah! Okay. 390 Erfahrungspunkte gibt uns hier so ein Traumfugier. Beziehungsweise so, ja, 390. Grimmsam, ist ein Pokémon Grimmsamsteigen. Auf die höchste Stufe will. Achso. Auf die höchste Stufe? Skorgro! Ein Skorgro! Fu! Ich will dich! Skorgro ist so ein cooles Pokémon! Aua! Und ein ziemlich starkes Pokémon, okay. Dunkelhöhle. Traumvogel. Ach nee, war nett. Stimmt. Hast du mir gerade. Arsch. Psywelle, dein Ernst? Aua, aua, aua. Aua. Ha. Ha, hi. Ja, da ist ein Item noch. Habe ich nicht gesehen. Konterorb, okay. Wahrscheinlich versetzt so die Team-Pokémon in den Konterstatus oder so, denke ich jetzt mal. Ist ganz cool für einen Monsterraum, denke ich. Könnte ganz cool sein für einen Monsterraum. Ja, doch. Ich denke schon. Das Problem ist, ich will definitiv nicht in dieser Zukunft einmal sterben, so. Oder einmal besiegt sein halt. Denn dann verlieren wir die Hälfte unseres Geldes. Und wenn wir unser ganzes Geld nicht verlieren, während wir hier in der Zukunft sind, dann haben wir so einen Vorteil später. Weil das eigentlich ziemlich viel Geld sein wird, was wir finden. Genauso wie damals bei dem ersten Mystery Dungeon Teil auf der Flucht. Wenn wir da nicht gestorben, hätten wir so viel Geld bekommen. Wir sind da, glaube ich, gestorben, ne? So ein paar Mal. Wir hätten da so viel Geld gehabt, das ist unglaublich. Georock! Brock! Da ist noch ein Weg. Ah, okay. Sogar zur Treppe. Lipumentas. Ich will die Funkelbox noch mitnehmen. Vorsichtshalber, man weiß noch nie, wann man die gebrauchen kann, ne? Wir müssen die ganzen Boxen auch nochmal... Oioioi. Stimmt. Das müssen wir auch noch alles nochmal... So. Die Items aus der Box bekommen. Uns raussnacken. Über Xatu. Oh, Mann. Will ich gehen? Ja, komm. Erfahrungspunkte haben oder nicht haben, ne? Aua. Zack.
Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. Hallo, Apollo. Ach, dein Ernst? Dein Ernst? Ja. Dunkelklaue, schöne Attacke. Zack. Okay. Ja, ich glaube, irgendwie in der Zukunft ist es auch so, dass du hauptsächlich halt Geist bzw. Undicht oder so halt eher Pokémon von dunkler Gestalt findest. Psycho. Jetzt hier zum Beispiel in den ganzen Dungeons, wir haben ja hauptsächlich so, weiß ich nicht, so eine Geist-Undicht-Pokémon gefunden. Psycho hier, jetzt mit Lepomentas, glaube ich. Lepomentas dürfte Psycho sein. Dann hatten wir noch Drifloon, ist ja auch ein Undicht-Pokémon. Dann hier Alpollo und Nebulak und so. Okay, Skorgros ist, glaube ich, das einzige nicht-so-Pokémon. Wir hatten noch Magnetilo, ne? Magnetilo gab es, glaube ich, auch. Aber halt so, weiß ich nicht, so typische Dunkel-Pokémon, weiß ich nicht, einsame Pokémon, weiß ich, wie ich das nennen soll. Ich denke, ihr versteht mich, oder? Ich denke, ihr versteht mich. Wir werden auch definitiv noch ein Level abkommen. Also Dragon sowieso, wir denke ich aber auch. Bevor wir wieder in unsere Zeit zurückkehren können. Aua. Das ist ein nerviges Skorgro mit seiner Zornklinge, Alter. Zornklinge ist eine ziemlich starke Attacke. Zweimal angreifen. Und ich glaube, wenn du der erste Angriff trifft, wird der zweite sogar stärker halt. Zirklob, ey. Attacken. Gehen langsam. Alle. Verdammt. Aber wir dürfen gleich den Dungeon geschafft haben, schätze ich. Aber das ist der Part auch bald zu Ende. Heilige Kacke. Putz. Putz. 459 Punkte gibt's uns für Klob, ey. Punkte? Erfahrungspunkte. So. Hallo, Zwerglob. Zack. Zack. Das ist schön. Also das gibt schön viele Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Ach ja, da ist die Treppe. Okay, zu weit gerannt. Aber wir finden hier wenig Poke, ne? Ich glaube, hatten wir schon... Oh, verdammt. Oh, das ist besiegt worden. Ich glaube, Verfolgung hätte mir jetzt den Schaden zurückgeworfen, oder? Ich glaube schon. Wir sind Level 31. Ne, Dragon. Ne, Doki. Ja, wir. Auch Level 31. Schöne Sache. Hallo, Zwirklo. Boots. Wenn... es gut läuft, könnten wir sogar noch ein Level aufsteigen, ja. Ein Apfel, oh schön. Wir finden so selten Apfel, da freue ich mich über einen Apfel. Ein Gengar! Hallo, Gengar. Bist du das Gengar aus Pokémon Mystery Dungeon Team 1? Team Rot und Team Blau, meine ich. Team 1, ja. Team 1, Team 2, yeah. Leichte Box. Din. Okay, so langsam sollten wir aus dem Dungeon raus. Wir haben nämlich kaum noch Attackenpunkte. Nein. Oh, gut. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hallo, Gengar. Machen wir so. Und nochmal. Was? Dunkelklaue. Hättest du vorher einsetzen sollen, Dragon. Hättest du vorher einsetzen sollen. Da ist noch ein Item. Sag nicht, die Treppe ist... Okay, wir kommen hier unten aber lang, wie es aussieht. Hatsua. Die Treppe ist da, okay. Ich will jetzt noch keinen Apfel essen. Ja, okay, wir sind aus dem Dungeon draußen. Okay, schön. Hei. Aber Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.